vor dem Starten der Tischkreissäge ist zu beachten, dass zum einen die persönliche Sicherheitsausrüstung getragen wird, von Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, gegebenenfalls Schutzbrille bei Alu oder bei einfach splitternden Sachen, eine Schutzbrille. Wichtig ist auch, dass die Absaugung dementsprechend am Start ist und die auch dementsprechend frei sind, die Absaugrohre und alle Späne dementsprechend abgesaugt werden. Zur Absaugung und auch zur Sicherheit dient die Schutzhaube. Auch die sollte im Ganzen über dem Sägeblatt abdecken und diesen Bereich davor und danach seitlich und auch hier zum Sägetisch abdecken und weitestgehend möglich auf das Werkstück absenken. Schutzhaube ist wichtig. Des Weiteren ist vor dem Säge zu prüfen, ob die Rückschlagszone frei ist. Hinter der Säge, auch das ist wichtig, wenn doch Teile sich am Anschlag verklemmen oder auf das Sägeblatt aufsitzen womöglich, dass hier hinter keiner durch die abfliegenden Teile womöglich getroffen wird. Ja, wenn das alles soweit geprüft ist, kann man an der Stelle loslegen. Die Einstellung für diesen Parallelanschlag ist dann wichtig. Grundsätzlich ist zu beachten, bei Teile, die man sägt im Längs, also im Längsschnitt quasi durchführt, sind Breite bis zu einer Breite von 120 mm. Dementsprechend mit der Hand an diesem zwischen Sägeblatt und dem Parallelanschlag vorbeizuführen, ist soweit noch erlaubt. Und den Sägeschnitt werden wir jetzt als erstes durchführen. Sägeschnitt längs zur Faser mit einem Zuschnittsägeblatt und in dem Fall von der Hand oder per Hand vorbeigeführt. Ja, bei der Einstellung vom Parallelanschlag ist hier noch zu beachten. Wir sägen hier jetzt auf 120 mm, also mal das Maximale, was man da darf, ohne Vorrichtung. Der Anschlag schieben wir jetzt hier in dem Fall auf diese 120 mm. Hier ist nochmal kurz zu prüfen an der Stelle. Der Anschlag sollte nicht weiter nach hinten rutschen, wie man hier schön sehen kann. Mitte der Achse vom Sägeblatt bzw. von der Sägewelle 45 Grad nach hinten, was jetzt hier in diesem Fall so wäre. Er sollte nicht weiter nach hinten sein, weil sonst die Gefahr besteht, dass zwischen Parallelanschlag und dem Sägeblatt und dem Spaltkeil das Werkstück dementsprechend verklemmt und eben die Gefahr von einem Rückschlag besteht. So wäre die ordentliche Einstellung, dann wieder verdeckt mit der Schutzhaube, dementsprechend die Schutzhaube aufs Werkstück maximal abgesenkt und in dem Moment kann man die Säge so auch starten und dann sollte das ordentlich funktionieren. Gehörschutz aufsetzen, Maschine starten. Als nächster Schritt, wenn wir einen Sägeschnitt durchführen, auch wieder am Längsholz mit einer Leiste bis 30 mm. Sägeschnitte bis 30 mm können wir durchführen mit einem ganz normalen Schiebestock, das ist das Gerät hier. Der Schiebestock sollte grundsätzlich immer in greifbarer Nähe sein, einfach auch zum kleinen Teile vielleicht vom Sägeblatt wegholen und wie gesagt auch zum schmalen Teile dran vorbeiführen. Hierzu ist wieder erforderlich, dass wir den Anschlag dementsprechend verfahren. Wir fahren hier jetzt in dem Fall auf 30 mm. Auch hier prüfen wir wieder die Einstellung mit diesen 45 Grad nach hinten von der Mittelachse vom Sägeblatt. Dann müssen wir dementsprechend ein bisschen weiter nach hinten. Hier die Haube wieder sauber nach unten absenken. So. In diesem Fall so weit es geht nach unten. Am Starten der Säge dementsprechend prüfe, ist soweit alles frei.
ist noch nichts mehr verklemmt zwischen dem Sägeblatt und dementsprechend können wir die Maschine wieder starten. Na, passt. Auch hier ist wichtig, dass man die Einzelteile und die gesägten Abschnitte dementsprechend mit dem Schiebestock weit genug vom Sägeblatt wegschiebt und auch den vorderen Teil dementsprechend entdimmt und aus dem Gefahrenbereich rausnimmt. Dann ist auch hier ein sicheres Arbeiten möglich. Der nächste Schritt, den wir machen werden, ist ein Längsschnitt, auch wieder in Massivholz mit gleicher Einstellung vom Sägeblatt, mit einer Leiste unter 30 mm. Hierzu ist erforderlich, dass wir mit diesem Nachschiebeholz arbeiten. Das ist das hier. Wir werden hier jetzt eine Leiste sägen mit 20 mm, die wir dementsprechend dann händisch zuführen und mit dem Nachschiebeholz bis zum Schluss nachschieben und dementsprechend so weit schieben, bis der abgeschnittene Teil dementsprechend frei hinterm Sägeblatt liegen bleibt. Ja? Hier den Anschlag ist dementsprechend auf 20 mm. Also bei Sägeschnitten unter 30 mm ist es noch wichtig, dass man den Längsanschlag dementsprechend auf die schmale Seite kippt. Das machen wir hier in unserem Fall jetzt so. Wir fahren hier nochmal weg. Und hier dann den Anschlag umlegen auf die schmale Seite. Wir fahren jetzt diese 20 mm an. Hat dementsprechend hier jetzt einfach den Vorteil, dass wir die Haube noch weiter absenken können, weil wir sonst mit dem Längsanschlag an der Haube hängen bleiben. So kann man schön absenken und kommt hier auch ganz und bestesgehend nah unter die Haube dementsprechend. Dementsprechend schauen, dass das Sägeblatt frei läuft. Wie man sieht, kann man hier ganz sauber absägen und sauber auftrennen und letztendlich auch gefahrlos. Und das ist eben jetzt von diesem Nachschiebeholz, was das abfallende Teil letztendlich einfach sicher bis hinter das Sägeblatt führt und dann dazu führt, dass es frei liegt und nicht mehr ins Sägeblatt kommt oder irgendwo verklemmt. Gut, das war's soweit.